Bei Probier TV ist heute Hammer Time. Das Ganze in der vierten Version. Wer sich da zusammengetan hat, was da gebraut worden ist und vor allem was reingekommen ist, wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit auch heute ein herzliches Willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir heute einen Ausflug nach Bayern macht, allerdings nicht ganz. Das Bier ist zwar offensichtlich in Bayern gebraut, aber es ist eine deutsch-österreichische Kollaboration. Es geht um das Hammer Time und das Ganze in der 4.0er Version. Und das ist ein Collab, das sieht man, glaube ich, vorne ein bisschen schlechter. Hinten ist es dann größer drauf, von Hoppebräu und Bierol. Und ich habe mir dieses Bier bei Hoppebräu im Shop bestellt. Und da steht es auf dem Programm für heute. Ein IPA, wie es im Buche steht. Die letzten 3 Versionen waren auch alle richtig, richtig lecker. Ich glaube, ich habe das erste auf dem Craft & Loop Festival in Wien getrunken. An der Stelle auch mal der Hinweis, Ende Juni ist es dann auch wieder soweit. Craft & Loop im böhmischen Prater. Da sind dann spannende Brauereien am Start aus Wien und Umgebung. Ich glaube, aus dem Ausland ist auch eine mit dabei. 5,6 Volumenprozent sind angeschrieben, 13 Grad Plato. Und die Besonderheit dieses Bieres, und ich zeige euch gleich auch das Etikett nochmal, ist, es steht unter dem Motto Neuseeland. Jetzt schaut mal ganz genau hin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier das Orange da, das sind so Maori-Zeichnungen oder sind Zeichnungen, man behauptet, das Etikett hätte schon den neuseeländischen Einfluss, also gehe ich mal davon aus, dass es Maori-Zeichnungen sind, denn es ist ausschließlich neuseeländischer Hopfen reingekommen. In dem Fall ist es Riwaka, Muteka und Pacific Sunrise. Ja, Pilsnermalz ist reingekommen, Weizenmalz und Hafermalz, wie sich das für ein gescheites IPA gehört. Und weil das so ist, schaue ich dann auch mal ein bisschen, ob sich hier Bodensatz gebildet hat, und sollte das der Fall sein, dann werde ich jetzt gerade noch mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir den in die Flasche verteilen. Denn ich möchte es so haben. Ich weiß, da gibt es Leute, die sind da anderer Meinung. Dürft ihr auch gerne sein. Aber wenn da was ist, was es noch aufzuschütteln gilt, dann tue ich das. Und freue mich dann jedes Mal drüber, wenn ich entsprechend noch Geschmäcker da aus dem Bier rauskitzeln kann. So, huha. Das war jetzt Maßarbeit. Aber das schaut dann auch richtig herrlich aus, oder? Eine schneeweiße Schaumkrone obendrauf, eine gleichmäßig trübe gelbe Farbe. Das ist jetzt nicht so das allerkräftigste Gelb, aber dafür die Trübung schön kräftig. Und ein bisschen Kohlensäure sieht man unten im Fuß. Der Schaum, durchschnittlich dicht, aber richtig schön fein. Hui! Mango, Limette, Maracuja in der Nase. Schöner Rundumschlag. Ja, dann würde ich sagen, Hammer Time, cheers. Oh, da startet die Limette ein bisschen kräftiger. Maracuja so in zweiter Richtung und dann erst Mango. Das war in der Nase ein bisschen anders. Schön cremig weich, also man merkt hier auch Hafermalz und Weizenmalz definitiv. Super schön soft. Ein bisschen zitruszestige Noten. Also es hat noch eine leichte Säure mit drin. Was heißt leicht? Die ist eigentlich gar nicht so leicht. Aber macht das Ganze echt super erfrischend. Von der Bittere her würde ich sagen, das ist nicht übertrieben. Aber ich nehme an, wir liegen so zwischen 40 und 50 Bittereinheiten. Also für ein IPA schon okay, aber jetzt nicht das obere Ende da ausgereizt. Das ist eine schöne, angenehme Bittere. So ein ganz klein bisschen harzig vielleicht. Und auch leichte herbe Noten mit dabei. Alles in allem aber noch für ein IPA schön, schön balanciert, wollte ich sagen, genau. Vom Körper her muss man sagen, es ist eher so ein angenehmer mittlerer Körper, mittlere, vielleicht bis lebhafte Kohlensäure. Und der Schaum ist dann schon angehalten, so ein bisschen Cremigkeit reinzubringen. Ich finde es aber jetzt gar nicht so extrem. Und im Nachtrunk, da fällt dann auf, da kommen dann so getreidige Noten mit an den Start. Insgesamt relativ wenig würzig. Zitrusig bleibt es, die Bittere geht ein bisschen zurück. Tropische Frucht ist noch mit am Start. Und dieses Getreidige steht einfach deutlich im Vordergrund. Richtig schönes Bier.
Hammertime in der 4.0er-Version von Birol und Hoppebräu. Von Probierte Folge gibt es dafür wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten für das Hoppebräu Hammertime in der 4.0er-Version. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Abo lösen, wenn ihr noch keins habt. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss Papa, servus, Prost und Ahoi. Cheers.